Live aus der Whisky Lounge im Hamburger Ding. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiezlegende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Dino Faslitsch, Marcel von Walsleben-Schietz und Marco Stier. MyBet EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Hamburger Ding. Einen wunderschönen guten Abend an den Monitoren zu Hause. Wir sitzen heute in einer anderen Location, ist zwar auch auf St. Pauli, und zwar ist das Hamburger Ding. Und wir machen das nicht im Verlies aufgrund der Corona-Situation. Unsere Bühne, die hat ein Seitenmaß von 2,5 Meter. Und da ist dieser Abstand, den wir heute, wie ihr schon sehen könnt, wie wir den einnehmen, der ist dann nicht zu gewährleisten. Und aus diesem Grund sind wir jetzt hier. Gleichzeitig wollten wir auf die Sendung nicht verzichten, sondern das kontinuierlich machen. Und wir sind auch stolz, heute unsere, glaube ich, 27. Sendung ist das. In Folge, ohne Unterbrechung. Und wir fangen an. Nicht mal Corona kann uns stoppen. Und stoppt gar nichts. Wir fangen an und begrüßen jetzt erstmal hier unseren Mit- und Co-Moderator, danke. Niklas Heiden. Moin. Und gehe gleich über zu unserem heutigen ersten Gast, das ist Dino Faslitsch, Kapitän des FC Teutonia 05. Und wir steigen auch gleich ein mit den Fragen hier mit Achim Hollerried, ehemaliger Torwart des FC St. Pauli und Meistertrainer des FC Elmshorn vor einigen Jahren, wurde schnell ein Nachfolger präsentiert. Die eure Trainerfrage. Was hältst du davon? Was sollst du jetzt auch anders sagen? ich habe Achim jetzt einmal kurz kennenlernen können und ein paar Mal schon mal mit ihm telefoniert. Er macht auf mich einen sehr sympathischen Eindruck und wir konnten uns schon konstruktiv austauschen. Und ja, wie das mit Sören gelaufen ist, natürlich schade, weil ich mit Sören auch einen sehr guten Draht hatte. Auch menschlich auch ein sehr feiner Kerl. Aber so ist die Situation jetzt halt mal gekommen. Genau, einmal für unsere Zuschauer, falls die, die es nicht mitbekommen haben, obwohl es ein sehr großes Medienecho gab, Sören Tietze nach 2 erfolgreichen Jahren an der Kreuzkirche, wo er einmal den Aufstieg knapp verpasst hat, am Ende dann freigestellt worden vom jetzigen Präsidenten Liborio Mazzagatti, und Achim Hollerried hat übernommen und ist jetzt euer neuer Trainer. Obwohl ihr da bisher noch eigentlich noch gar nicht so richtig in Kontakt gekommen seid, ne? Weil also Sören wurde entlassen, da war Corona und ich glaube, es gab einen Videocall, wo ihr mal Kontakt hattet, ne? Genau, es war sehr wenig bis jetzt. Ist natürlich auch ziemlich schwierig wegen der Situation momentan. Mhm. Wann wir uns mal auf dem Platz sehen können, steht auch in den Sternen. Deshalb müssen wir eigentlich nur abwarten. Jeder trainiert individuell. Mhm. Und ja, kann man jetzt auch nicht viel zu sagen. Nun habt ihr ja aber trotzdem sportliche Ziele. Die habt ihr ja hat der Verein jedenfalls unterstrichen in den letzten Tagen, dadurch, dass sie die Lizenzierungsunterlagen zur Regionalliga eingereicht haben. Wird für dich keine Überraschung gewesen sein, oder? Nö, also ich glaube, das haben wir relativ früh und offen immer kommuniziert als Verein. Und ich glaube, mit dem Kader, den wir haben, sind diese Ziele auch, sind die auch okay und so gegeben. Mhm. Und ja, wir hatten noch eine richtig lange und gute Serie, wo wir nicht verloren haben, was auch nochmal für den Kader spricht. Und ja, also für mich war es natürlich keine Überraschung, auch für euch bestimmt auch nicht so wirklich, dass wir melden wollen. Und ja, gucken wir mal, was jetzt passiert nach der Krise. Das stimmt, du hast angesprochen, vor der Krise hattet ihr, oder ihr habt immer noch 9 Punkte Rückstand auf Dassendorf. Nun könnte man natürlich sagen, gut, Dassendorf will sowieso jedes Jahr nicht aufsteigen, aber warum habt ihr es denn verdient, dann trotzdem dieses Jahr die Aufstiegsrunde zu spielen und dann im Idealfall dieses Mal dann auch erfolgreich abzuschließen? Ja gut, also ich glaube, so als Zuschauer oder als Journalist, sorry, dass ich das so sage, sieht man vielleicht nicht immer so, was für ein Aufwand wir da betrieben haben, auch mit den Vorbereitungen haben wir auch mal gegen höherklassige Gegner gespielt. Und deshalb, auf der einen Seite haben wir es verdient, und darf man jetzt Dassendorf auch nicht zu nahe kommen. Es ist eine super Mannschaft mit sehr vielen erfahrenen Spielern, die auch einen sehr routinierten Ball spielen, und die stehen auch nicht umsonst da oben. Nun, das ist ja meistens so, dass wenn jemand aufsteigt, das haben wir gerade in den letzten Jahren immer bei Altona gesehen, dass die Qualität für Oberliga-Meisterschaft oben mitspielen, reicht es oft. Aber dann, um in der Regionalliga auch dauerhaft zu bestehen, wird schwierig. Wie siehst du da eure Qualität aktuell? Ihr habt ja doch auch einige Spieler, die schon lange auch Regionalliga gespielt haben. Charlie Eggert, Nick Gutmann, wie sie alle heißen. Die können ja alle Regionalliga spielen. Hast du
Angst oder hast du, was nimmt dir denn die Angst, dass das bei euch nicht passiert? Ja, also so Angst sowieso erstmal gar nicht. Also man geht in jedes Spiel mit 100%, wenn es am Ende nicht reicht, dann ist es halt so. Aber wenn man jedes Spiel so angeht, ohne Angst, dann kann man eigentlich auch nicht wirklich viel verlieren. Und wir haben eine super Qualität, konnten wir vielleicht jetzt in der Oberliga in den letzten beiden Spielen vielleicht nicht ganz so zeigen, aber im Grundschnitt haben wir die Qualität. Und ich bin gespannt, wie es in der Regionalliga sein wird. Ob wir es erstmal, oder ob wir da reinkommen jetzt nach einer Krise, wir wissen halt nicht, wie es ausgeht. Und die Aufstiegsspiele werden wir natürlich versuchen, positiv zu gestalten. Und wir werden es natürlich versuchen, besser zu machen als Altona. Und ja, also das wird auf jeden Fall wird interessant, wenn da so ein kleiner Stadtteilverein mal mitspielen darf. Na gut, nun hat Altona sich im Moment auch selber zerlegt in den letzten Tagen. Ja. Also selbst wenn sie sportlich geschafft haben. Mal eine ganz andere Sache. Du hast ja nun auch schon im Ausland gespielt und hast selber mal gesagt, sinngemäß, deine Karriere, das ist ein Drama, Komödie, Auf und Ab. Da könnte man ein Buch überschreiben. Erzähl mal, was meinst du damit? Ja gut, also ich hatte jetzt viele Situationen in meiner Karriere. Ich bin viel rumgekommen, in vielen Vereinen gespielt, wo ich auch Situationen hatte. Zum Beispiel? Ich habe in Kroatien bei Zadar gespielt, wo es auch Gegebenheiten gab, die man vielleicht hinter den Kulissen nicht so sieht, wenn man denkt, das ist ein Erstligaverein. Aber wenn man so Deutschland und Kroatien vergleicht, ist es dann schon... eine kleine Episode. Also was soll ich dir erzählen, so eine Anekdote? Oder? Nein, eine kleine, damit man das nachvollziehen kann. Kroatien, in der Schweiz habe ich auch mal vielleicht... spielen können oder nicht, in England mal da und da mal angeklopft, auch immer Gas gegeben und dann auch immer schöne Geschichten mitgenommen, aber auch das Wichtigste, was ich finde in dieser ganzen Situation, was du gerade gesagt hast, Komödie und Drama, ich habe im Endeffekt bereue ich keinen einzigen Schritt, den ich gemacht habe. Ich habe aus allen Schritten was mitnehmen können. Ich habe, glaube ich, diese zwanghafte Positivität mitgenommen und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig gesagt habe, Positivität, ob es das Wort überhaupt gibt, aber ich bin zwanghaft positiv. Und das musstest du, glaube ich, auch sein in meiner Situation. Und ich durfte sehr viele coole Persönlichkeiten kennen. Ivan Klasnic hatte, der war auch bei uns in der Sendung als Gast gewesen, der hat ja auch einen gewissen Einfluss auf dich gehabt. Genau, also Ivan und ich, wir kennen uns schon seit Bremer Zeiten, Familienfreund und heutzutage sind wir Bremen auch Bremen hast du auch gespielt, ne? Ja, genau, in der kompletten Jugend da. Und da kam der Kontakt halt über die Familie zustande und... jetzt heutzutage sind wir auch noch gut befreundet. Er war auch der Grund, wieso ich im Endeffekt auch in England gelandet bin und wieso ich jetzt auch bei Teutonia bin. Also da war der Kontakt immer ziemlich eng und heutzutage auch noch. Ist ein sehr enger Freund von mir. Und Felix Magath spielt auch einmal eine kurze Rolle in deinem... Ja, ist halt einer der Charaktere, die mich geprägt haben. Ne? Also so körperlich halt, dass ich weiß, dass ich meine Grenzen neu kennengelernt habe und das Quälen angeht. Du hast ihn trainiert? Ja, genau. Und bei welchem Verein? Bei Fulham. Ich durfte noch ein Probetraining bei Fulham. Und ich durfte noch ein Probetraining bei Schalke machen, wo ich 18 war. Da habe ich schon ein bisschen so mitkriegen können, wie der Hase läuft. Und dann bei Fulham. Dann nochmal wirklich intensiv mit ihm arbeiten können, was sehr gut war. Und es sind halt so Charaktere, die halt dann auch meine Zeit geprägt haben als Profi. Das ist ein guter Einschlag, irgendwas, die man da mitnimmt bei diesen 100%, Leuten. Ja? 100%. Profifußball ist harte Arbeit, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Das Ganze. Du warst ja aber vorher, glaube ich, vereinslos. Ja, genau. Wie kommt man vom Vereinslos zu Felix Magath und Fulham? Ja, also das ist, glaube ich, so eine Sache, die viele Zuschauer oder viele Leute, die sich im Fußball rumtummeln, vielleicht nicht wirklich auf dem Schirm haben, dass er eine Persönlichkeit ist, die auch jemandem eine Chance gibt, die vielleicht dann nicht wirklich gerade in der Spur war. Und er hat sich meine Geschichte angehört, hat mir die Chance gegeben und hat mir auch eine faire Chance gegeben, mich zu beweisen. Und im Endeffekt konnte ich ihn davon überweisen, dass ich nicht ganz so ein Schlechter bin. Und ja. Du hast angesprochen von Ivan, hatte da einen gewissen Anteil dran. Magst du uns da? Nee, bei Fulham nicht. Okay. Fulham nicht. Der hat eine Rolle gespielt, als ich damals vom Werder zu Boten gewechselt bin, das war damals, weil er da schon bei Boten war und den Kontakt hergestellt hat, dass ich ein Probetraining machen kann und ja, das war dann auch positiv. Und wie kam der Kontakt zu Fulham und Magath? Lief das über einen Berater oder? Nee, das hat zu der Zeit mein Vater gemacht. Okay. Und er und mein Vater haben damals in Saarbrücken gespielt, zusammengespielt und eine gute, erfolgreiche Zeit gehabt und damals hat mein Vater auch als Berater fungiert für mich und wollte eigentlich nicht, dass andere Berater so die ganzen Sachen für mich entscheiden und hatte da immer so eine schützende Hand drüber. Vielleicht im Endeffekt nicht immer ganz so gut gewesen, aber
Wer mag es ihm verübeln? Gab es da Probleme, wenn du schon so konkret ansprichst? Ja, also. Oder ist das dann doch eher so dieses familiäre Umfeld, man entscheidet dann. Nee, vielleicht wäre es, glaube ich, dann auch gut gewesen, hätte ich dann jemanden gehabt, der extern dazu gekommen ist, der vielleicht noch ein bisschen objektiver entscheiden kann. Mhm. Mein Vater war dann auch ziemlich von Gefühlen geleitet. Und von was geleitet? Von Gefühlen. Konnte da nicht objektiv entscheiden. Das ist dein Sohn. So sieht's aus, logisch. Aber dann war das auch manchmal so, dass es nicht immer die richtigen Entscheidungen waren, wenn man das nicht mal objektiv entscheidet, sondern vielleicht mal lieber einen Verein aus der tieferen Liga nimmt, da vielleicht Spielpraxis sammelt und dann vielleicht mal zum größeren Verein stoßt. Und wenn du da irgendwie 19, 20, 21 bist, willst du natürlich immer zu den Höchstmöglichen. Klar. Und hätte man da vielleicht langsamer aufgebaut, hätte man da jemanden gehabt, der das Geschehen, natürlich mein Vater kannte das Business auch, aber das Geschehen halt auch für mich über längere Jahre geplant hätte. Und klar. Das war leider nicht gegeben. Hilft dann manchmal doch. Nun hast du ja aber viele Vereine, du hast ja auch trotzdem relativ hoch, also warst der Profi, das kann man ja schon so sagen. Von den Jungs, mit denen du damals in deinem Laufe deiner Karriere zusammengespielt hast, wer ist da heute noch Profi, weißt du das? Ein sehr guter Freund von mir, Lennart Thiel, spielt jetzt noch in Holland. Aber der hat seinen Vertrag gerade aufgelöst, glaube ich, da wenn ich das jetzt. Dann weißt du mehr als ich, dann ist das doch nicht so ein guter Freund. Ich meine, der hätte seinen Vertrag aufgelöst. Ich muss ihn dann gleich nochmal anrufen und fragen, was da los ist. Nee, er noch, aber sonst. So aus der Jugend bei Werder, wir hatten eine ziemlich starke Mannschaft, auch der 90er, 91er Jahre, kann ich mich daran erinnern, waren alles sehr gute Spieler, jetzt noch Uno Ayek in der Türkei und sonst Pascal Testrüt, der spielt jetzt glaube ich bei Erzgebirge Aue und wir hatten eine gute Mannschaft, haben auch relativ viel erreicht als Jugendmannschaft, aber wie gesagt, im Profifußball ist das wie so eine Pyramide und am Ende bleiben halt nicht ganz so viele übrig. Du sagst schon, es bleiben nicht ganz so viele übrig. Gibt es eine Entscheidung, die du heute anders treffen würdest als damals? Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, vielleicht ein bisschen ruhiger die Karriere aufbauen. Ja, das aber, wie ich schon auch gerade zu Kalle meinte, so jede Erfahrung, sei sie negativ wie auch positiv, war im Endeffekt eine gute Erfahrung, weil die Erfahrung mich zu der Person macht, die ich jetzt bin. Und ich bin ziemlich zufrieden mit mir so als Person und bin mit mir im Reinen, weil ich immer alles gegeben habe. Und wenn es dann nicht gereicht hat, dann war es halt so. Und natürlich spielt im Fußball auch Glück eine große Rolle. Und es sind noch 11 Leute, die in einer Mannschaft spielen. So sieht's aus. Und dann waren halt andere glücklicher, aber ich habe in anderen Lebensbereichen dann halt auch mein Glück gefunden und das war ziemlich gut. Mhm. Mir wurde übrigens gerade nochmal bestätigt, Thies Vertrag wurde aufgelöst, beziehungsweise er hat ihn selber. Okay, dann habe ich was zu klären. Gibt es irgendetwas, was du mitteilen möchtest? Weil wir geben natürlich unseren Gästen, wo wir immer glücklich sind, dass ihr kommt, die Zeit euch nehmt, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Gibt es etwas, was du mitteilen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt oder so, oder ein Projekt oder irgendetwas? Hier darf auch Werbung gemacht werden für die eigene Sache. Ja, also natürlich jetzt in der Corona-Sache, bleibt zu Hause, bleibt gesund, wascht euch die Hände und sonst einfach den ganzen jungen Spielern draußen halt nicht alles auf den Fußball setzen, weil der Fußball hat seine eigenen Regeln, mit denen man nicht immer einverstanden ist und deshalb macht eure Schule, geht regelmäßig hin und richtig. Ja, versucht euch auch anderweitig jemand zu erkundigen. Ja. Das Recht ist okay. nicht nur Talent, sondern am Ende dann auch das letzte Prozent dann Glück. Und abschließend, das behalten wir natürlich bei. Wir haben heute leider unsere bezaubernde Nadine, die ansonsten die Gäste immer festschnallt. Können wir heute nicht ins Bild bringen, weil wir eben den Körperkontakt etwas vermeiden möchten. Aber wir halten natürlich an unsere Tradition fest und wir haben eine erstklassige Kaffeebohne. Einmal die Domina Espresso und den Derby-Sieger. Daran entscheidet sich dann jetzt auch, für welchen Verein du in Hamburg, für wessen Verein in Hamburg dein Herz schlägt. So gesehen darfst du beide mitnehmen. Was möchtest du? Welchen Kaffee möchtest du mitnehmen? Welchen empfiehlst du mir? Ich bin da frei, weil es sind beide sehr gut. Das eine sollte man morgens trinken, den anderen nachmittags und abends sind hier. Also wenn es dann sein muss, dann darfst du auch beide mitnehmen. Also ich glaube, Derby-Sieger hört sich gut an. Das hört sich gut an. Dann geben wir den Derby-Sieger. Das letzte Derby gegen Altona habt ihr auch gewonnen, ne? Oder? Ja. 2-1, letzter Spieltag. Den Derby-Sieger. Das ist wunderbar. Unsere Hochgenossen aller Ewigkeiten, alle Ewigkeit. Wunderbar, also ganz tolle Kaffeebohne. Und zusätzlich als kleines Präsent, weil ja nun Ostern in der kommenden Woche ist, oder in dieser Woche haben wir auch ein bisschen hier Marzipan aus Niederegge von Lübeck. Hammer. Bestes, ich liebe es. Das beides geben wir dir jetzt mit. Und wir sagen den Corona-Gruß. Ne? Kalle, vielen okay. Dank. Okay, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Danke. Okay, vielen Dank.
Freibad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. Und wie ihr das von uns gewohnt seid, machen wir natürlich gnadenlos weiter und haben unseren nächsten Gast, Marcel von Weizleben Schied, noch TuS Dassendorf und in der nächsten Saison Cobra tränt oder das Herz weint wahrscheinlich mit beim SV-Kurs Lack-Nöngamme. Schiedi, schön, dass du da bist. Hallo. Wir wollen auch gar nicht lange drumherum reden. Eigentlich wolltest du deine Karriere beenden und jetzt doch nochmal Kurs Lack. Warum? Ja, ähnlich wie ich es gesagt hatte. Ich hatte schon öfter gesagt, eigentlich habe ich mit den Gedanken gespielt, aufzuhören. Und ja, ich glaube auch ein bisschen jetzt ein Stück weit die Krise hat das natürlich auch nochmal ein bisschen fokussiert. Ja, wenn man dann zu Hause sitzt, ein bisschen mehr Zeit hat. Natürlich möchte ich die Zeit nicht missen zu Hause, die ist sehr schön, was ich auch gesagt habe. Ich genieße jede Minute, habe wie gesagt eine kleine Tochter, die wird am Mittwoch 9 Monate. Das ist alles super, deshalb ist das alles schön. Mhm. Aber man merkt dann natürlich auch, dass ein bisschen was fehlt und man weiß nicht, wie das jetzt in der Zeit, wie es wird. Spielen wir nochmal, spielen wir nicht. Das ist halt so eine Zeit, wo ich sage, so wollte ich halt nicht aufhören. Mhm. Und deswegen habe ich mich dafür entschlossen, wie ich schon gesagt habe, dass ich halt noch ein Jahr spielen möchte. Ich hätte das natürlich, freue ich mich auf einen neuen Verein, muss natürlich auch immer anmerken, dass ich natürlich gerne in Dassendorf geblieben wäre, weil das ist in Hamburg für mich die beste Mannschaft und ich habe da 4 super Jahre gehabt, oder bis jetzt 3,5 Jahre und deswegen, ja, tränen nicht nur Gruber die Augen, sondern mir auch, aber schlussendlich muss man auch sagen, habe ich jetzt eine neue Herausforderung oder habe einen neuen Verein für einen neuen Verein mich entschieden und möchte natürlich dann auch alles geben. Und wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn ich mich für eine Sache entscheide, dass ich natürlich dann auch zu 100% dahinter stehe und freue mich dann auch drauf. Du hast es ja eben schon gesagt, dass du ein sehr gutes dich wohlgefühlt hast. Was hat es ausgemacht? Weil 4 Jahre ist ja doch auch gerade im Amateurbereich bei einem Verein eine lange Zeit. Und was ist dieses Gefühl, was das ausmacht bei Dassendorf? Weil ihr seid ja nun 5-mal hintereinander Meister geworden, Pokal 2-mal hintereinander geholt, und aber auch mit der Mannschaft. Was ist das Geheimnis? Ja, weil es ja nun wirklich ein kleiner Dorfverein, ne? Ja, es ist ein Dorfverein. Und als ich damals hinkam, ja, sagte mein Mitspieler, mit dem ich schon in Kiel zusammen spielte, Amando Aus, sagte zu mir, guck das an, ich weiß, du bist immer ja Profi. Und er wusste, ich habe mir das angeguckt und ich fand das irgendwie, das hatte, ich sage das immer liebevoll, dörflichen Charme, genauso wie musste ich mich dran gewöhnen, dass du, wenn du dich warm gemacht hast, dann auf einmal, ja, jedem noch die Hand geben musst und Hallo sagen musst, oder dass Cobra kommt, dass jeder andere nochmal dir die Hand gibt, das kannte ich nicht, das gibt's im Profibereich nicht. Mhm. Da bist du fokussiert und gehst ab. Nee, hier ist es halt so, da gibst du denen nochmal die Hand. Und das sind so kleine Schlenker über den Würstchen stand, Bacardi ja, Cola und dann. Das wäre gut, aber das mache ich erst danach. Aber nein, also das ist halt schön. Das sind halt Sachen, die das halt ein Stück weit ausmachen. Du begrüßt vor dem Spiel die Kassiererin, die freuen sich, die, wie ich das ähnlich auch mal vor dem Pokalspiel gesagt habe. Das ist halt geil. Du weißt halt, wenn du Tore geschossen hast, wenn du ein Spiel gewonnen hast, da freut sich jeder noch mit, obwohl es nur 100 sind, aber die freuen sich für 3.000 und das ist halt das Schöne und das macht auch das Gefühl aus und deswegen muss ich auch sagen, hoffe ich, dass wir nochmal spielen können, dass ich nochmal ein Abschiedsspiel bekomme und aber man weiß es nicht, aber trotzdem denke ich, dass man das irgendwann mal... Das war eine indirekte Aufforderung. Nein, aber ich freue mich natürlich, wenn es nochmal passieren sollte, aber es natürlich geht die Gesundheit vor und das respektieren wir alles. Klar. Du warst ja... Lass mich ruhig kurz, bevor wir den Schlenker machen zum neuen Verein, du hast es jetzt angesprochen, ich will auch gar nicht so lange noch drauf rumreiten, aber das war auch der erste Gedanke, nachdem ich das Fussi-Freunde-Interview von dir gelesen habe, was ich gedacht habe, war, es wirkte so ein bisschen so, als wärst du nicht mehr erwünscht. Ist das so? Kann man das so festhalten oder was ist da der Grund aus deiner Sicht? Ja, man kann es halt sehen, wie man will. Letztendlich... hat der Verein eine Philosophie oder der Trainer und der Manager und die wollen das Bestmögliche
aus der Mannschaft machen. Und wenn man halt einen Spieler, der jetzt mittlerweile 37 im Juli wird, nicht mehr braucht und nicht mehr will, dann ist das halt so. Dann habe ich das zu akzeptieren und das habe ich auch akzeptiert. Das ist nun mal, ja, der Trainer und auch der Manager, glaube ich, die haben andere, die wollen den Kader verjüngen und damit muss ich durch. Letztendlich muss ich mir immer die Frage stellen, wenn ich natürlich sehe, jetzt auch in der laufenden Saison, obwohl man nicht mehr so viel spielt, trotzdem noch die Tore macht und nicht irgendwie das 6 oder das 7-0, sondern wichtige Tore, dann kann ich es ein Stück weit nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, man muss es akzeptieren. Ich habe das im Lauf meiner Karriere öfter mal akzeptieren müssen, weil es halt Entscheidung ist, die man so hinnehmen muss. Das sind Kaderplanungen und da ist es halt nicht mehr so erwünscht. Aber wie gesagt, ich bin Fußballer, ich bin Sportler und nehme das auch so. Und du gehst eben in einem freundschaftlichen Natürlich, Weise, ich möchte Gefühl an diese zurückliegende Zeit. Absolut, da wird auch nie ein schlechtes Wort kommen. Wie gesagt, dass mal Meinungen auseinandergehen, das ist im Fußball so und das wird auch immer wieder vorkommen. Ich kann aber immer nur wieder erwähnen, dass es halt traurig ist für mich, weil ich jetzt gerne das Jahr noch gemacht, aber gut, das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt, jetzt reicht das auch und jetzt ist das auch gut, jetzt weiß das jeder und mein Gott, wir müssen es halt so hinnehmen. Du hast ja nun auch damals bei Hansa Rostock gespielt, noch die glorreiche Zeit. Wie siehst du das jetzt, wo es nicht mehr so gut steht um Hansa Rostock, in die Augen? Ja, das ist, da muss ich natürlich jetzt auch dazu sagen, nach Dassendorf ist es, in Dassendorf habe ich jetzt im Männerbereich meine längste Zeit gehabt. Früher war ich so ein kleiner Wandervogel. natürlich in Hauptanzahl meiner Jahre in Rostock gehabt, aber immer wieder mit Unterbrechungen. Natürlich muss ich sagen, Hansa, das sage ich auch immer, das wiederhole ich jetzt auch schon zum zigsten Mal, es ist aber so. Ich bin mit 18 noch Profi geworden, das ist natürlich eine geile Zeit für mich gewesen. Du erwähntest gerade, Kalle, ich habe die Bundesliga-Zeiten noch mitmachen dürfen. Und das sind natürlich, mir drehen auch die Augen, wenn ich da jetzt sehe, dass man dann in der dritten Liga immer wieder Jahr für Jahr es probiert aufzusteigen, immer wieder einen Kader zusammenfindet, wo man sagt, dies Jahr klappt das und es klappt halt nicht, weil es halt aus der dritten Liga rauszukommen, ja, ist nicht so einfach und das sieht man, glaube ich, immer wieder. Und ja, ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen viel Glück, dass es vielleicht, falls es weitergehen sollte, dies Jahr klappt, wenn nicht nächstes Jahr, die wissen das, aber ja, es ist halt schwer. Du hast es in Rostock schon angesprochen, du warst so selber als junger Spieler da, war eine ganz andere Zeit, ich war damals 3 Jahre alt, als du Profi geworden bist, aber kannst du Hansa jungen Spielern empfehlen als Sprungbrett? Also ein gutes Beispiel vielleicht, im Moment ist ja gerade Aaron Opoku, der vom HSV zu Hansa ausgeliehen worden ist, dreht da richtig auf, oder ist das eine Typfrage, oder ist Hansa generell ein Verein, wo du sagst, so für junge Spieler, du hast ja selber als du jung warst da gespielt. Ja, das sollte man machen. Das muss man halt immer sehen. Jetzt in der dritten Liga, wenn man jetzt vom HSV oder St. Pauli kommt, na gut, von St. Pauli jetzt vielleicht nicht, vom HSV ja, aber ich glaube generell als junger Spieler ist jetzt, weil man dann in der dritten Liga spielt, sollte man dorthin. Früher bei mir war es halt anders. Bei mir war es Erstligaspieler, da war es eher so, dass du ausgeliehen wurdest, um Spielpraxis zu sammeln. Also ich wurde 2-mal ausgeliehen und für mich war es damals, hätte ich mir gewünscht, dass der Trainer vielleicht sagt, Armin Fee, du, ich gebe den jungen Mann eine Chance, aber er war der Meinung, dass ich in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln sollte und das habe ich dann auch getan, das war auch gut, das hat meiner Entwicklung natürlich geholfen, da brauche ich auch nicht zu sagen, die haben das damals, es hat mir mehr gebracht, in der zweiten Liga irgendwie 68 Spiele zu machen, als in der Oberliga, damals Oberliga noch, also vierte Liga, dort 34 Tore in der Saison zu machen und aber, lieber nichts am Ende nichts davon zu haben. Richtig. Du hast schon erzählt, dass du viele Vereine in deiner Karriere, in deiner Vita hattest, unter anderem ja auch Haching und Karlsruhe Jena. Das waren eher nicht so erfolgreiche Projekte. Ach, das will ich so nicht. Sportlich. Will ich so nicht sagen. Also nee? Warum Haching nicht? Also wir sind mit Haching 9. geworden. Aber danach seid ihr abgestürzt. Ich war nur ein Jahr. Ein Jahr. Also man muss ganz ehrlich sagen, in Haching hatten wir dann, glaube ich, wenn mich recht erinnere, und ich kann mich eigentlich immer gut erinnern, wenn sowas ist, sind wir, glaube ich, 9. geworden. Das war damals eine gute Platzierung für Haching. Und also ich habe mir da, vielleicht war sportlich meine Bilanz nicht so gut mit 6 Toren und 8 Vorlagen, aber letztendlich muss ich sagen, war auch okay. Ich habe dort 34 Spiele gemacht, das war okay. Jena, also erfolgreicher als Jena. Jena, da hast du recht. Also da sind wir eigentlich mit einer richtig guten Mannschaft abgestiegen. Ja. Hatten trotzdem, muss ich mit
mit Jena noch immer so ein kleines positives Highlight für mich verknüpfen. Wir sind dort ins DFB-Pokal-Halbfinale gekommen. Ja, ähnlich wie Saarbrücken. Haben wir in Dortmund gespielt vor 81.000, also das war schon mal noch ein Erlebnis, das hat uns aber letztendlich auch den Abstieg gekostet, das muss man sagen, weil wir dann die Doppelbelastung hatten und der Fokus lag, glaube ich, mehr auf dem DFB-Pokal, da wurde geplant, was machen wir, gehen wir zu Stefan Raab und da hatten wir noch einen Mentaltrainer, der das fokussiert hat und deswegen würde ich eher sagen, hat uns, so schön wie es für alle war, hat das uns, glaube ich, nicht gut getan, dass wir ins Halbfinale gekommen sind. Mhm. Aber du hast ja auch bei VfL Osnabrück gespielt und bei Holstein Kiel, die jetzt relativ gut dabei sind. Und zu welchen diesen Vereine jetzt Rostock, VfL Osnabrück, Kiel, zu welchen diesen Vereinen hast du noch so irgendeinen Draht? Gibt es da noch? So ja, in Rostock, muss man ganz klar sagen. Gut, da bin ich bin ins Internat dort gegangen. Es ist halt, ich lebe in Mecklenburg-Vorpommern, deshalb ist es für mich, Hansa wird immer ein Teil von mir bleiben, weil es halt immer, egal wo du jetzt hinkommst, ja, wenn du in Rostock gespielt hast, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Hansa Rostock und das habe ich als 18-Jähriger kennengelernt. Und ist nichts anderes, ne? Das ist, man muss es so sagen, die leben Hansa und das ist halt das Geile. Selbst wenn ich jetzt noch, und ich bin jetzt, glaube ich, 2012, vor 8 Jahren in Rostock weg, und selbst wenn ich jetzt noch nach Rostock komme, ich kriege immer ein liebes Wort, war früher vielleicht anders, aber jetzt kriege ich, krieg ich mal ein liebes Wort. Und der verlorene Sohn ist willkommen. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch gerne in Rostock oder in Mecklenburg-Vorpommern, wird dort öfter nochmal angesprochen. Mhm. Und das finde ich halt ganz gut und ja, es gibt immer einen netten Spruch. Gibt es eine Traditionsmannschaft bei Hansa? Noch nicht. Das wäre sonst eigentlich mal was für dich, oder? Ja, ich habe ja das Gute, oder das Gute ist ja, dass ich mir bei den Traditionsmannschaften etliche Vereine aussuchen kann. Deswegen ja, wenn du jetzt schon öffentlich bekundest hier Hansa Rostock, dann kannst du es ja schlecht sagen. Nein, aber ich meine, natürlich ist das der Favorit. Du kannst natürlich auch immer switchen, ne? Man muss es natürlich sehen. Ich habe einige Kollegen, die da switchen und deswegen wird es bei mir, glaube ich, auch so sein. Natürlich ist Hansa nach wie vor Nummer 1, aber wenn dann halt Kiel oder Osnabrück oder Jena kommt, bin ich halt auch... Angebote nehmen wir per E-Mail entgegen. Das beste Gewinn. Fußball ist ja nun dein Leben, das hat sich durch deine ganze Jugend und dein Erwachsenes gezogen. Wenn du jetzt als Profi aufhörst nächstes Jahr, ne? Vermutlich. Kannst du dir vorstellen, in irgendeiner anderen Funktion, in irgendeiner dieser alten Vereine oder vielleicht in einem anderen neuen Verein, Fuß zu fassen? Grundsätzlich habe ich früher immer gesagt, ich will kein Trainer, ich will kein Berater, ich will kein Funktionär werden. Habe ich damals immer gesagt. Ähnlich wie ich es mit dem Aufhören für mich gehalten habe, ist es auch so, ich mache jetzt gerade meinen Trainerschein. Und man muss dann aber sehen, was kommt. Also ich bin da eigentlich letztendlich für alles offen, aber es muss jetzt nicht unbedingt der Männerbereich sein, bin ich auch ganz ehrlich. Also das ist, für mich ist eher... Gehst du lieber die Ladies? Nee, auch kann nicht. Kann ich als Co-Trainer anfangen? Also dann so eine Radio-Bundesliga oder Regionalliga schon im Jugendbereich. Ich würde eher noch tiefer gehen. Ich würde eher eine D-Jugendmannschaft, wo ich dann wirklich eine C-Jugendmannschaft, das ist dann eher meins, wo ich sage, da fühle ich mich wohl. Im Männerbereich möchte ich gar nicht. Aber bitte... Auch da wieder Angebote? Auch da nagelt mich bitte. Sollte Flick vorzeitig kündigen. Genau, bin ich natürlich, stehe ich bereit. Ja. Also dementsprechend, ja. Die Leitung nach München zu, die würde stehen auf jeden Fall. Abschließend dann nochmal gefragt, um doch nochmal wieder ein bisschen auf Fußball zurückzukommen. 30. Juli 2021 stand jetzt jedenfalls dein Vertragsende. Was macht Marcel von Waldslehm-Schied am 1.7.2021? Das, was er jetzt schon macht. Im Garten umkramen, bessern, sich um den Rasen kümmern, um seine Tochter, mit der im Garten spielen. Ja, das sind so Sachen, die ich jetzt schon genieße. Ja. Ich kann zwar noch nicht, ich krabbel zwar gerade erst, aber ich genieße schon. Und ja, ich habe ein relativ großes Grundstück und ja, das muss auch bewirtschaftet werden. Und ich habe den Weg aber bewusst so gewählt, weil
Ich bin mein ganzes Profileben rumgereist, habe viele Städte kennengelernt und bin jetzt wirklich froh, auch mal sesshaft zu sein, zu sagen, ich habe ein Zuhause, ich bin angekommen und das genieße ich auch. Und das genieße ich am liebsten mit meiner Familie zusammen. Und das muss man einfach so sagen, ich genieße jeden Tag, weil es einfach was anderes ist. Ich habe die Großstädte, ich habe München kennengelernt. Ich, wie gesagt, du hast Hamburg, du hast, gut, Osnabrück jetzt keine Großstadt, aber du hast zumindest... ja, habe ich viele Städte kennengelernt und deswegen bin ich jetzt froh, auch mal wirklich in einem kleinen Dorf zu wohnen und genieße das auch. Sehr schön. Auch für dich geht natürlich, gibt es irgendetwas, was du noch der Gemeinde an den Monitoren kundtun möchtest? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen oder möchtest du irgendein Projekt bekannt machen? Ja, nochmal, was eben schon genannt wurde, natürlich, dass wir alle gesund bleiben. Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Nein, das ist aber in der heutigen Zeit, Kalle, ist das aber auch, ist es natürlich, ja, muss man das halt sagen? Oder weiß, ja, man muss es nicht, man sagt es gerne. So. Ja, aber jetzt habe ich mal noch was anderes. Meine, man kann ja werben, ich habe nichts zu bewerben. Ich habe meine Schwiegermutter, ich bin jetzt mit meiner Frau 8 Jahre zusammen. Meine Schwiegermutter sagt jedes Mal, wenn ich im Interview irgendwo bin, du hast mich nie erwähnt. Erwähnt sie. Jetzt ist der Tag gekommen, weil ich nicht weiß, wie heißt, irgendwie heißt sie? Vornamen? Dorit, das ist jetzt nur für Dorit, dich. Dorit. Mit T. Dorit, noch schöner. Nur Kamera, close up auf. Liebe Schwiegermutter, du hast gesagt, ich erwähne dich nie. Jetzt ist wenigstens mal der Zeitpunkt gekommen. Liebe Grüße nach Hagenow. Also, ich hoffe, du siehst das und. Ja, ich hab's endlich gemacht. Also. Dorit, it's for you! Applaus. Moment. Dafür sind wir gerne da. Aber ich. Bitte. Nee, das ist deins. Also ich kann ja, dir also deine Aufgaben gesagt, wegnehmen, die wenigen, die du noch hast. Wie du das natürlich weißt, weil du ja schon öfters mal geguckt hast, unsere Sendung, haben wir natürlich zur Auswahl den Domina Espresso oder den Derby-Sieger. Welchen Kaffee meinst du, dass deine Schwiegermutter bevorzugt? Dann würde ich sagen, den Domina. Ne? Und noch Marzipan, Ostern, ja, das hier. Da gibt es auch noch ein Foto, wo du das weglaufst. MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen. Trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. Ding, wie das von uns bekannt ist, Kalle von den Zuschauern, erzählt noch, ne? Wieder eine halbe Stunde im Hintergrund. Ja, und passt bei mir nicht mal mehr zu Wort. Also, wir machen natürlich wie immer auch direkt weiter mit unserem dritten Gast heute Abend. Und da freuen wir uns sehr, dass er da ist. Denn das ist bei der aktuellen Situation und bei dem, was in den letzten Wochen bei seinem Verein passiert ist, nicht unbedingt selbstverständlich, dass er sich nochmal stellt. Wir begrüßen ganz herzlich Marco Stier, noch Trainer des HSV Marvin-Gohlenhorst, jedenfalls bis zum 30.06. Ich habe es ja eben schon angesprochen, komm direkt einfach mal zur Aktualität. Du hast relativ überraschend dein Ausscheiden zum Saisonende angekündigt als BU-Trainer und hast doch sehr offen erzählt darüber, was dich zu diesem Schritt bewogen hat. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ne? Coole Location, muss ich sagen. Ja, coole Location. Richtig gut. Ja, also natürlich, die Worte waren mal wieder von mir sehr ehrlich gewählt. Ja, das war mir auch sehr wichtig, dass es so passiert. Ja, ich habe natürlich alles eigentlich schon gesagt gehabt, aber... pass auf, nicht alle an den Monitoren wissen, um was es dabei geht. Kurze Zusammenfassung, damit man weiß, um was es dabei in dieser Sache geht. Ja, also letztendlich bin ich angetreten... Ja, mit den Zielen, den Verein sportlich nach vorne zu bringen, ja, deutlich nach vorne zu bringen. Der Verein hatte vorher auch eine relativ gute Zeit mit Pieper gehabt, dann aber die letzten 2 Jahre so ein bisschen für einen Rückschritt so gestanden. Der Verein ist auf mich zugekommen, wollte einfach, dass wieder Leben in die Bude kommt, dass man die Fans begeistert, ja, dass man wieder mehr Fans und natürlich mehr Einnahmen generiert, ja, eine neue Philosophie als Trainer auf den Platz bringt, attraktiven Offensivfußball spielt. Das wollte der Verein, ja, damit bin ich angetreten und
ich denke einfach, wenn sich erwachsene Männer da auch an einen Tisch setzen und gemeinsame Ziele besprechen, ja, dann sollte man sich auch daran halten. Ja, und ja. Ist das denn eingetreten, der attraktive Fußball, der denn hier seit nach vorne kommt, das wissen die Leute auch nicht. Du ja. weißt das nicht, Kalle. Nein. Das kannst nicht du vielleicht beantworten. Jeder, der, ja, also, ich weiß das. Der Fortschritt war im Verhältnis von Tag zu Tag. Ich weiß das. Aber die Leute am Monitor, die jetzt in Stuttgart sitzen, die wissen nicht, was BU ist. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das sollte man schon erklären. Also man soll sich nicht immer selber loben, aber man muss ganz ehrlich sagen, du hast ja eben gesagt, es sah schon sehr, sehr gut aus. Da muss ich auch meine Mannschaft wirklich und alle, die da drum mitwirken, ein Riesenkompliment geben. Also ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Vorne gekommen und jetzt wollte der Verein den Schritt, der dir avanciert wurde, weshalb du gekommen bist und den Aufstieg in die Regionalliga, davon haben die jetzt Abstand genommen. Das führte zu diesem Twist, richtig? Kann man so sagen. So. Ja. Nun haben wir ja alle, nachdem du hier war oder bevor du gekommen bist, überlegt, okay, was ist Marco Stier für ein Typ? So, und haben dann relativ schnell gemerkt, du bist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und auch das offen sagt, was er denkt und was er glaubt, was richtig ist. Deshalb ist er hier genau richtig. Genau. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Weshalb ist dir das so wichtig, dass du das so nach außen hin immer kommunizierst und auch das sagst, was du glaubst und was du denkst? Und da, du könntest ja auch Phrasen dreschen und da drumherum reden. Ja, klar. Ja, das kennen wir alle. Ab und zu muss vielleicht auch mal so eine Phrase kommen, aber im Großen und Ganzen, also ich habe mir darüber jetzt noch nicht keine Gedanken gemacht, wie ich jetzt wirke oder keine Ahnung. Ich bin halt ein ehrlicher Typ, ja, und ich nehme da auch kein Blatt vom Mund, ne, wie du auch schon gesagt hast. Ich rede Tacheles, ja, und ob es bei den einen gut ankommt oder bei dem anderen nicht, das ist ja immer so. Ja? Ja. Man kann es nie irgendwelchen, also nicht allen Leuten recht machen, das ist auch bei den Spielern so als Trainer, aber das interessiert mich auch nicht, ja. Ich rede Tacheles, wie gesagt, ne, und ja, wer damit klarkommt, ne, das ist in Ordnung, wer nicht, der nicht. Aber ja, wie gesagt, ich habe mir da jetzt keine Gedanken gemacht, ob das so ist, ob das gut rüberkommt oder ja. Also manchmal ist es ja auch so, jetzt gerade, das sehen wir immer wieder, den Außenstehenden interessiert natürlich das Ganze interne und wir freuen uns immer, wenn wir etwas hören, was spektakulär ist. Gleichzeitig ist natürlich so fürs Vereinswesen manchmal auch wichtig, dass gewisse Sachen intern besprochen werden, intern gehalten werden, dass man dann sagt, okay, ich kündige das Ganze und ohne, dass man jetzt jedes kleine Detail, was die Vereinsführung sich zu Schulden hat kommen lassen, um es mal hart zu sagen, dass das dann aufgebröselt wird. Das ist natürlich auch dann für die, die beide im Verein bleiben, sprich die Mannschaft, die mit denen ja zusammenarbeiten müssen, hier nicht immer unbedingt förderlich. Yeah. Also da muss man immer zwei Seiten sehen. Ich bin ja jemand auch, der für Klartext ist. Nun kann ich mir das erlauben, ich habe keinen Verein hinter mir, ich rede ja nur für mich. Und das ist natürlich immer so eine Geschichte, wenn man jetzt irgendwo sagt, ich habe zum Beispiel, wenn ich mit meinen Mitarbeiterinnen Probleme habe oder so, dann berede ich das mit denen, Tacheles, aber intern, ohne dass der Rest der Welt das mitkriegt, weil es bleibt immer jemand auf der Strecke dann. Ne? Und das, ich denke mal schon, dass Markus sich das gut überlegt hat, wie er das kommuniziert. Ja, aber auf jeden Fall, also nochmal zum Thema zurück, aber genau diese Offenheit und Ehrlichkeit, ja, die Leute, die mit mir viel zusammen sind, die mich mögen und vor allem gerade auch die Mannschaft, ja, die schätzen das sehr, dass ich so bin, ja, ich bin halt ein Typ, da gibt es eigentlich so gut wie keine Grauzone, ja, sondern schwarz oder weiß, ne, dass jeder weiß, woran er ist bei mir, ne, und das ist auch meine Art und von dem Weg, da gehe ich auch nicht von ab. Ja, aber was du jetzt sagst, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Wie gesagt, ich habe mir diesen Schritt sehr, sehr gut überlegt, weil das sehr, sehr viel Arbeit gekostet hat. Dieses, was wir da aufgebaut haben. Ja, ich verstehe das auch. Diese Jungs, die tun mir so unendlich leid. Die Fans, die abgöttisch sind, ja, die ja auch alle komplett hinter mir stehen und auch immer stehen werden. Bis heute, also bis heute. Kann ja vielleicht mal besonders mit Nickerchen plaudern, selbst wir bekommen oder ich bekomme unfassbar viele Nachrichten immer noch oder unter jedem Post, der es irgendwie um BU geht. Chris Pfeiffer hat seinen Abschied angekündigt zur Saison, da haben die Fans wie Bekloppte, und positiv Bekloppte in diesem Sinne, kommentiert, warum ist Marco Stier weg und den Vorstand kritisiert.
Und ich denke mal, dass das bei dem nächsten Spieler in den kommenden Tagen der BU auch verlassen wird im Sommer, dann, nee, das können wir noch nicht sagen, dann auch so sein wird. Also die Rückendeckung von Mannschaft und Fans ist ja auch auf jeden Fall da. Ja, definitiv. Hast du, also ihr habt ja damals lange Gespräche geführt, du bist extra aus Bayern immer wieder hier hochgeflogen und ihr habt lange geredet und so weiter, und da war ja das Thema Regionalliga schon präsent. Wahrscheinlich wärst du sonst niemals hierher gekommen. Fühlst du dich im Nachhinein dann jetzt so ein bisschen veräppelt, dass das auf einmal dann angeblich alles nicht mehr so gewesen sein soll? Ja, da sagst du das Richtige. Ich frage mich heute noch, warum das alles so denn passiert ist. Ja, und ich habe einen ganz klaren Dreijahresplan vorgelegt. Und der war ja noch nicht mal um. Ne? Genau, genau. Also du wart ja gerade erst im zweiten Jahr. Genau. Und wenn du immer sagst, sehen, ernten, nee. Ja, genau, also das ist einfach so, ne, schnell gesagt, einfach, dass man, wir wollten gezielt einen neuen Umbruch. Ja, das heißt, ich habe insgesamt 25 neue Spieler geholt. Ja, einfach ein neues Gesicht geben, der Mannschaft ein neues Gesicht geben, dass man das im ersten Jahr so hinbekommt. Ja, im zweiten Jahr wollten wir das alles verinnerlichen. Ne, und im dritten Jahr wird geerntet. Ja, wir haben eigentlich schon jetzt im zweiten Jahr geerntet. Also wir sind, ich meine, so einen Umbruch macht man nicht eben schnell. Nein, nein, das ist harte Arbeit. Also es ist so brutal. Wir müssen alle an Strang ziehen. Genau, Emotionen pur und Investitionen, ne, in Zeit. Ich habe auch eine Familie mit 3 Kindern, die ich so gut wie nie gesehen habe. Und ja, leider wurde jetzt, wo es zum Ernten geht, wurde ein Riegel vorgeschoben, der für uns alle unerklärlich ist. Ich kann das empfinden, dass man da total frustriert ist, wenn man jetzt antritt mit einem klaren Ziel und die Hände oder in die Hände spucken und es schafft er dann hier sogar ein Jahr früher schon so weit zu sein und dass die dann Rückzieher machen. 2 Fragen. Was wird aus dir oder wie ist deine berufliche Perspektive auf, weil du nun abrupt Stopp gesagt hast und hast anders geplant? Gibt es da irgendeine Tendenz, in die du jetzt einsteigen kannst oder einsteigen willst oder an einen anderen Verein eventuell? Ja. Also wie gesagt, erstmal ist ja wichtig, dass wir jetzt... Ne, gut, die Saison, die muss zu Ende gebracht werden. Da ist natürlich die Frage, wird überhaupt noch gespielt? Das ist ja durch diese Corona-Geschichte, weiß man ja nicht, wie das ist. Mhm. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass hier zum 30. Juni oder wann das ist, hier, wie ja, ist dann der Stand der Dinge? Genau, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, weil du es jetzt auch gerade sagst. Erstmal ist ja wichtig, ich bin noch Trainer der Truppe, ja, und ich freue mich auch, wenn es weitergeht, wo, ja, ne, das, ich denke auch, muss zu Ende gehen, genau, ne, so. Ich bin noch Trainer, wir haben noch wirklich große Ziele, ja, und der Vorstand hat mir das, hat es ja offiziell auf ihrer Homepage auch bestätigt, ja, dass ich bis zum Saisonende Trainer bleibe, ja, und da gibt es gar keine 2 Meinungen. Mir wurde es auch schriftlich in meinen Briefkasten gelegt, dass ich zum Saisonende mein Rücktritt, dass er genehmigt worden ist, ne, vom Vorstand. Und ich meine, wir haben jetzt noch 9 Spiele, die wir gewinnen wollen, mit aller Macht. Die Jungs, die brennen immer noch. Meinst du denn, dass die Saison nochmal angepfiffen wird? Ich denke schon. Wie gesagt, die 9 Spiele wollen wir gewinnen. Mhm. Und was halt ganz, ganz wichtig ist noch dazu, ja, nicht nur die Vizemeisterschaft, die wir uns holen können, ist halt, dass wir auch noch einen Pokal vor uns haben. Ja. Die Jungs, wie ich eben schon gesagt habe, die brennen. Ja, und der Verein ist ja, so wie ich es jetzt dann mitbekommen habe, anscheinend finanziell angeschlagen. Und da wäre es ja fatal, wenn ich jetzt da nicht weitermachen würde. Ja, ich bin Profi genug, das zu trennen. Genau, ich will den Verein natürlich auch mit dem Pokalsieg wirtschaftlich auch dann nochmal helfen, weil letztendlich, unabhängig jetzt von 2 Personen da, liegt mir der Verein natürlich sehr, sehr am Herzen. Ich bin Profi, die Mannschaft ist Profi genug und wir wollen auf jeden Fall den Pokalsieg und das Geld für den Verein generieren. Ja. Gesetzter Fall, ihr holt den Pokal, dann gibt es ja erstmal fürs erste Spiel erstmal 125. Das ist ja nicht wenig, 125.000 ist ja nicht wenig Geld, dann ist der Verein ein bisschen gesettelt. Selbst wenn die dann sagen, also wir wollen jetzt nicht aufsteigen dieses Jahr, obwohl wir das könnten, sportlich, wir wollen das aber dann nächstes Jahr in Angriff nehmen, wäre dann für dich nochmal ein Umdenken möglich, dass du dann sagst, na gut, ich ziehe das nochmal durch, ich ziehe meinen Rücktritt, ich trete zurück vom Rücktritt. Ja, also
Nein, also mein Entschluss, den habe ich so bewusst auch entschlossen, ne? Also meine Entscheidung, und da gibt es auch kein Zurück mehr. Ja, natürlich, wenn der Verein oder ein, zwei Personen da sagen, dass sie dann nicht mehr weitermachen, dann würde ich mir natürlich auf jeden Fall überlegen, ja, und würde die Mannschaft nicht im Stich lassen und den Verein, die Fans nicht im Stich lassen. Also aber, Pommern ist noch nicht verloren. Ja, genau. Und wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, ja, dass es alles nicht so ganz richtig war, was Sie gesagt haben, dass die Regionalliga, dass man die nicht finanziell stemmen kann. Ja? Denn ich habe, ein Sponsor ist auf mich zugekommen, ein externer Sponsor, der richtig Bock auf BU hatte, beziehungsweise auch... Oder auch richtig Geld. Ja, der richtig Bock auf unsere Spielphilosophie haben, mich als Trainer, der gesagt hat, dass er die Meldung finanzieren wird. Und obwohl das tatsächlich, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, der noch gar nicht mal so viel ist. Wir reden von 11.000 Euro Schiedsrichterkosten. Mir ist jetzt heute zufällig das Lizenzierungspapier nämlich in die Hände geflattert. Deswegen kann ich die Zahlen mal sagen. 11.000 Euro Schiedsrichterkosten, die geteilt werden müssen. A 5.500 und einmal 5.500, glaube ich, für Lizenzierungsmaßnahmen plus 3.500 für die einen. Also wir reden von knapp 15.000, ungefähr ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, die Zahlen, die kenne ich jetzt nicht ganz genau so, ne? Aber wie gesagt, diese Person, mit der habe ich mich auch in meiner privaten Zeit, ne, wieder vor der Corona-Krise getroffen. Denn das habe ich dem Vorstand mitgeteilt, ja, dass er selbst in dem Falle, wenn wir aufsteigen würden, die Differenz, die der Verein denn wohl nicht zahlen kann, auch dafür aufkommen wird. Ohne das sind ja schon im sehr hohen fünfstelligen, wenn nicht sechsstelligen Bereich. Das, wie gesagt, Zahlen weiß ich nicht so genau. Jeden Fall hat er das zugesichert. Der Verein, das ist kein Geheimnis. Ich habe das dem Verein, einer Person aus dem Vorstand, mitgeteilt. Und auch das wurde... Ja. Gut. Also um auch nochmal da wieder die Zahlen einzuordnen. Altona 93 jetzt in der Regionalliga circa einen Etat zwischen 250.000 und 300.000 Euro. Genau, und das sind schon mehr als 11.000 oder richtig. 15.000. Nee, das sind nur die Lizenzierungskosten zu beginnen. Ja, ich sage, das sind die fällig werden, damit du erstmal spielen darfst. Ja, und alles andere sind ja Trainer- und Spielergehälter. Sondern und das ist ja das, was du selber daraus machst. Mit gestandenen, guten Sponsoren eine Saison rüberkriegen, damit die Spieler, der Trainer und das Drumherum bezahlt werden kann. Und das natürlich, wenn es um 250.000, 300.000 geht, ist es ein anderer Schnack, als wenn es im hohen fünfstelligen Bereich ist, wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Und da muss man gerade jetzt durch diese Corona-Geschichte, das einen ja richtig zurückgeworfen hat. Also jeden Verein. Ja. Ob es nun euer Verein ist, das BU oder Bayern München, das spielt keine Rolle. Das hat jeden getroffen in unterschiedlichen Ausmaßen. Und deswegen, wie gesagt, ich fände es ja gut, wenn der Verein, die Spieler, die Fans und natürlich auch du euch dazu zusammenraufen könntet und sagt, okay, dieses Projekt, wo er so viel Schweiß, so viel harte Arbeit reingesteckt hat und so erfolgreich war in diesen ersten anderthalb, zwei Jahren, dass man sagt, Mensch, wir ziehen das durch und steigen auf, weil man ärgert sich Leben lang, will ich jetzt nicht sagen, aber jahrelang über, dass man das Ding, die Flinte ins Korn geworfen hat, wo man so dicht dabei dran ist. Weil es ist ja niemand geholfen. Du bist stinkesauer, der Verein ist auch nicht glücklich, die Spieler sind erst rechts, aber von den Fans wollen wir gar nicht erst reden, die tot unglücklich sind. Aber man muss, glaube ich, alle Komponenten ins Auge fassen. Und in dem Augenblick, wenn es in die Regionalliga geht, ist es einfach eine Geldgeschichte und da geht es um viel Geld und das darf man nicht so... Da musst du auch ein bisschen Verständnis aufbringen, dass es hier nicht um dieses Startgeld von 15.000 geht. Kalle Schwensen vom Präsident. Ja. Sag Kalle Schwensen vom Präsident. Ich weiß definitiv, also das hört sich ja jetzt auch vielleicht immer so an, als wenn ich jemand so sage, ihr habt das nicht eingehalten und ne, das ist scheiße und bla bla. Letztendlich geht es ja darum, dass man sich gemeinsam Ziele gesteckt hat, aber ich sage, wenn man... Ne, du müsstest das als Kiez-Legende wissen, ein Mann, ein Wort, ja, wenn man dazu dann am Ende nicht stehen kann, dann ist es für mich auch kein Problem, wenn der Verein zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, Marco, ihr spielt so toll und wir wollen auch euch unbedingt so zusammenhalten, aber es geht einfach jetzt im Moment noch nicht, lasst uns einen Weg finden, lasst uns noch mehr Sponsoren akquirieren, etc. pp.
dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, ihr habt mir das gesagt und das finde ich jetzt scheiße, sondern wenn die Kommunikation da gewesen wäre, ja, dann wäre ich der Letzte, der irgendwie von Bord gegangen wäre. Ja, soll ich mal mit den Beteiligten sprechen? Ja, man hilft es ja, eine außenstehende neutrale Stimme, meine ich jetzt ganz im Ernst, ohne Frage. Das ist ja wirklich ernst. Es ist ja immer, die meisten, an der Dieselstraße die meisten Kriege, die meisten Konfrontationen entstehen ja dadurch, dass keiner den ersten Schritt machen möchte, weil er glaubt, er verliert sein Gesicht, er verliert an Standing und so. Und wenn dann neutraler Außenstehender kommt und sagt, Mensch, Junge, ist so alles halb so wild. Im Leben gibt es Schlimmeres und es gibt auch Besseres und größere Ziele. Dann verliert niemand sein Gesicht. Und dann kann man das, was man angefangen hat, wieder fortsetzen. Und dann bringt es auch Spaß. Und dann vergibst du dir nichts. Die Leute im Vorstand vergeben sich nichts. Und die Spieler und die Fans sind glücklich. Ja, wollte ich gerade sagen, die Fans werden jetzt mit Sicherheit sagen, bitte mach das, Kalle. Ja, aber diese Sendung vielleicht. Ja, genau. Aber, nein, solche Sachen, die kann man nicht in so einer Sendung machen. So, und da muss ich hier bei BU, ob du es glaubst oder nicht, das war die Alternative zwischen, was war das denn? War das Concordia, glaube ich. Du willst uns nicht erzählen, dass du Fußball gespielt hast. Wo ich Fußball spielen sollte. Oh, ne? Weil ich wohnte da in der Nähe von BU. Ja. Vorm Krieg. Und mir gefielen nur diese Farben des Trikots. So, und dieses grün-blaue von Concordia, war nicht Concordia, was hieß denn das drin hier? Unten bei diesem Krankenplatz hinter Margarinefoss. Ja, Osterkamp oder wo meinst du? Nicht Osterkamp, nein, Marienthal, genau. Nicht Marienthal. Die, Urania. Urania, genau. Urania. So, die Farben, die gefielen mir besser. Ich fand dieses Lila fand ich zu tundig, das Ganze. Und da konnte ich mich nicht mehr abholen. Und deswegen habe ich bei Urania gespielt, das ist jetzt kein Platz. Weil die Hälfte meiner Schulkameraden spielte bei Urania und die andere Hälfte spielte beim BU. Okay, ja. Das war neu, das BU-Lila. Und deswegen bin ich da in der Steißower Straße, ist das, glaube ich, oder früher. War. Heute nicht mehr? Nee, ne? Dieselstraße. Dieselstraße. Ist ja um die Ecke gleich, das ist ja die andere Seite nur. Dieselstraße, ja, genau. Das ist ja hier, das sind die Autobahnen. Dieselstraße, Benzstraße, Maibachstraße, da genau. Bin ich groß geworden. Da fahre ich vorbei und dann setzen wir uns hin und dann sprechen wir und dann geht die Sache da zwart. Das Problem ist ja jetzt, oder was heißt das Problem? Die haben ja jetzt die Weichen schon gestellt. Die Weichen sind da, um gestellt zu werden, mal so. Nein, ich meine jetzt. Es gibt ja schon einen neuen Trainer. Genau, ich meine einfach, dass sie den Weg ja auch bewusst jetzt eingeschlagen haben. Neuer Trainer, der kann zurück in die zweite Mannschaft auch gehen. Also auch gut aufgehoben. Also, ja. Das sehe ich ganz, ganz unkompliziert. Ich mache mir da viel zu viel Sorgen drum, denn hier. Das geht alles damit in ein Gespräch, ratzfatz. Nun gut, dann haben wir die Krise bei BU auch innerhalb von 20 Minuten kurz und knapp. Der kann nicht angestoßen sein, wenn es zum Wohle des Vereins geht, wenn er sagt, na gut, wir haben den alten Trainer wieder, du machst da weiter in der zweiten Mannschaft oder Jugendmannschaft, was er jetzt betreut. Und so, dann sind alle glücklich, der kann doch nicht sauer sein. Ja. Ich sage nichts mehr jetzt. Ja. Also kann alles nur noch falsch sein. So, knüpf die Kontakte mit den Leuten im Vorstand, mit denen du kannst. Du hast ja gesagt, da gibt es Leute, mit denen kannst du. So, und dann setzt man sich zusammen. Meine Nummer gebe ich dir nachher. Und dann klären wir. Das heißt, es wäre doch scheiße, totale Scheiße, so muss ich so hart sagen, wenn so ein Projekt, das begonnen hat und das so ein Erfolg mit sich getragen hat und alle wirklich anderthalb Jahre Blut und Wasser geschuftet haben, wenn das jetzt wegen einer Lappalie, weil einer ein falsches Wort gesagt hat oder einer zu viel gesagt hat oder der eine sein Wort nicht eingehalten hat, das passiert auch hier auf dem Kiez, dass Leute ihre Wort nicht einhalten, da muss man Verständnis haben. Ne? Das ist ein Unterschied, ob jemand betrügen will oder ob jemand nicht kann. Das ist ein kleiner Unterschied. Natürlich. So, und hast du eine Ausbildung zum Streitschlichter? Bitte? Hast du eine Ausbildung zum Streitschlichter? Ich bin Scharfrichter. Streitschlichter, ja. Scharfrichter. Tut mir einen Gefallen. So, ja, ich, gesagt, du sagst es richtig. Jahrzehnte, ja. Wirklich jahrzehntelang ständig gemacht hier auf dem Kiez. Ja, das glaube ich. Diese Geschichten. Und du hast ja im Prinzip auch recht, dass es wirklich sehr, sehr schade alles ist. Ja, also muss man doch jetzt sagen, jetzt haben wir so eine Runde, sowas genauso wie man hier, du plötzlich deine Einsicht gewinnst, dass du sagst, naja, vielleicht könnte ich es doch machen oder wie auch immer. Genauso kann der Verein die Einsicht gewinnen und wenn ihr dann alle glücklich seid, dann steigt er eben jetzt dieses Jahr nicht auf, aber macht weiter und dann müssen die Zusage machen, wenn es sportlich klappt, dass sie im nächsten Jahr aufsteigen
Und dann stehe ich dafür gerade, dass sie das machen, weil sonst wegen sie Theater. Wenn du gleich hier rausgehst, glaubst du, den Streit hat es nie gegeben. Ja, ich glaube, so wie Kalle erzählt. Aber ja, ist das so. Du hast ja noch einen Job, Kalle, heute Abend. Hier. Ja, aber das steht doch jetzt im Hintergrund. Hier geht es auch um größere Dinge. Obwohl, natürlich eine der guten Sachen, genau. Bei einer schönen Tasse Kaffee ist jetzt was zu sagen. Und du hast jetzt die Wahl beim Domino Espresso oder beim Derby-Sieger. Den Kaffee wählst du aus und den trinken wir dann. Da gibt es ja bei dir nur eine Möglichkeit. Nein, lass uns frei entscheiden. Kann uns heute so entscheiden und morgen so. Die wissen schon, also ich bin natürlich Vollblut St. Paulianer. Ja. Deswegen zählt für mich nur Derby-Sieger. Dann ist der Derby-Sieger dein Kaffee. Und auch nicht, das war das gemeint. Pass auf, kriegen natürlich auch ein kleines symbolisches Präsent für Ostern, die ganze Geschichte. Und jetzt nehme ich dir mal dein Wort ab, dass du es versuchst, mehr nicht, dass du es versuchst, mit den Leuten im Vorstand zu sprechen, dass wir einen Gesprächskreis finden. Lass dich nicht auf den Handschlag ein. Wenn es nicht klappt, habt ihr nichts verloren. Sollte es klappen, habt ihr alle gewonnen. Du hast gewonnen, der Verein hat gewonnen und vor allen Dingen die Spieler, die ja weiterarbeiten wollen mit dir und vor allen Dingen die Fans. Die sind ja nicht unwichtig. Ja? Alle haben gewonnen. Außer gibt es doch nur einen Weg. Okay? Alles klar. So machen wir das. Dann ist für dies Applaus für dich. Und so. Uns bleibt natürlich nur noch mal übrig, uns zu bedanken dafür, dass wir heute Abend hier Gast sein durften im Hamburger Ding in der Whisky Lounge. Wir hoffen natürlich, dass wir die nächste Show im April dann, wir haben schon April, im Mai tatsächlich dann, wieder bei Kalle im Verlies abhalten können. Aber da stecken wir natürlich nicht drin. Ne? Also, auf engen Raum. Genau, also wir sind darauf angewiesen, wie alle anderen auch, dass es hoffentlich die Lage sich dem zeitnah dann wieder bessert und wir auch alle wieder raus dürfen und wieder Kontakt haben dürfen. In diesem Sinne drücken wir dafür natürlich die Daumen, bedanken uns, dass ihr heute Abend alle hoffentlich zahlreich zugeschaut habt. Hab während der Sendung einige Nachrichten bekommen, also einige Leute haben uns heute Abend zugeschaut. Und bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke, Kalle, für dein Team von Elbkick TV, und Fusi, die das Ganze natürlich auf Sendung bringen. Und das nächste Mal dann wieder in der vertrauten Runde im Verlies, mir auf dem Folterstuhl angekettet von unserer bezaubernden Nadine. Genau, okay. Dann bleiben wir so und wünschen euch einen schönen Abend. Ciao.